Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. Reden wir hier die Leute mal an. Das wollte ich ja später noch machen. Gehen wir mal von der da bis zum Ende. Schon gehört? Captain Kumur hat einen von diesen Gesindel aus der Unterstadt geschnappt. Oh, ich bin so aufgeregt. So ist er eben, mein geliebter Kumor. Wenn ich einen Verlobten will, ist er meine erste Wahl. Okay. Seid ihr das Gesindel, das kürzlich wegen des Einbruchs in der leer gestehende Villa verhaftet wurde? Ihr würdet es nicht davonkommen lassen, oh nein, unter keinen Umständen. Dieser Ausgang ist nur für den Adel. Und knutschen. Achso, und Kutschen, knutschen, ja, du bist auch so knutschen und Kutschen und dergleichen. Tut mir leid, aber Gesindel wie ihr darf hier nicht durch. Okay. Diese Villa wurde anscheinend für irgendwas Bestimmtes benutzt. Wie ich hörte, fand das ein junger Mann heraus und schloss es ein, aber er wurde von den Rittern gefasst. Vielleicht hätte ist den Rittern alles erklären und den Verdacht gegen ihn entkräften sollen. Ja, hättest du das mal gemacht, danke, Frau. Oh nein, du bist den ganzen weiten Weg bis hierher gekommen? Na schön. Hast du vor, dich in die Villa einzuschleusen? So wie dieser Dieb? Ich schwöre, kaum dreht man einen Stein um, findet man einen dreckigen Dieb darunter. Die Adligen hier sind richtig beschissen. Vor nicht langer Zeit brach ein Dieb in die Villa ein. Unglaublich, wie viele Ritter kamen, um ihn festzunehmen. Ich war richtig überrascht. Aber weißt du siehst? Nein. Er steckt es ja im Schlossverlies. Du kannst gar nicht. Na? Dieser elende Dieb, der in die Villa eingebrochen ist, wurde gefasst. Ich will mich ja nicht rühren, aber ich habe meinen Beitrag zur Sicherheit der Hauptstadt geleistet. Ich sah, wie der Halunke in das Haus einstieg und meldete es den Rittern. Captain Kumor hat sich um den Eindringling gekümmert. Ja, das war es. Hallo, mein Kumpel. Da vorne liegt der Kaiser der Oberstadt. Ja? So red nur mal, ich bin Ritter, ich bin cool. Was hast du zu sagen? Schau ihn dir an, den Pöbel, wie er wieder im Dreck herumkriecht. Da bekommt man doch Lust, ihn unter diesen Absatz zu zerquetschen, nicht wahr? Aha. Sind in Lumpen gekleidet und leben vom Müll. Was für eine erbärmliche Existenz. Wenn man Mist in die Unterstadt aussetzen würde, hätte es Birnen in 2 Minuten den Verstand verloren. Binnen. Stimmt, Binnen. Ah. Ah, die Adligen sind mir so beschissen. Oh nee. Lass mich hier raus. Ich will hier weg. Die Adligen sind erst. Boah. Nee. Was kannst du kaufen? Kompaktes Schwert habe ich schon. Lederhelm habe ich schon. Nee. Nichts Besonderes. Können wir es verkaufen? Lähmungspulver. Gefährliches Pulver, das lähmt, wenn es eingeatmet wird. Dient oft zuerst schon starke Arzneimittel. Das können wir noch nicht. Okay, schade. Naja. Gott, ey. So viele Leute. You there, fugitive! Halt, I say! The jig is up! Fools!
Enough grandstanding, arrest him! What should we do? First you pick up one of these, then go like this! Ow! Let's get to the lower quarter. Ich glaube, wenn wir jetzt da hingehen würden... Ja. Sieht aber schon idyllisch hier aus, muss ich sagen. Weiß ich, mir ist die Unterstadt lieber. Das sind mehr so Leute... Yuri, wo hast du denn? Ich habe eine Invitation zum Castle und hatte die most marvelous time there. Of all the... Then who's the young lady? Pleased to meet you. I'm Estelise. The pleasure is all mine, miss. More importantly, about those Imperial Knights. They've been so busy looking for you, they haven't paid any attention to our fiasco down here. So you've really managed to tick them off, huh? It looks that way. Has Rapide come back yet? Sure did. He was carrying some bag. What happened to it? It should be up in your room. Go pick it up later. Give it a shake. It has a nice jingle to it. Mordio liked it too. You met Mr. Mordio? Yeah, but the rat left town. Apparently he's someone important from a city called Ospio. Left town? Well, then that means we've been hoodwinked. Afraid so. His house was empty, and I doubt he's even a real noble. I see. Looks like the Aquablasty has finally stopped leaking water. Well, without a core, it won't budge. Is there enough water for the time being? Yeah, but it won't last long. After that, we'll just get it from the river. Get the runs, though. And the knights aren't gonna help. Guess I'll go get it back from the thief myself. What? You aren't thinking of following Mordio beyond the barrier, are ya? Don't worry. I'll be back before you know it. Who's worried? It's a good opportunity for ya. No need for you to hurry back here. Huh? What do you mean by that? What I mean is, we can get along just fine without ya. Even Flynn used to say, I wonder how long Yuri plans on living this life. Flynn needs to learn to mind his own business. Okay. Ach, alles ist heil. So, wir gehen jetzt mal kurz in unser Zimmer rein. Gar nichts so, okay. Gehen wir zu unserem Hundi. Oder Wolf. Keine Ahnung, was das ist. Hä? War doch mein Zimmer. Wollen wir es hier lang? Nee. Hä? Soll ich vielleicht einmal ausruhen? Jetzt ruhe ich mal einmal aus. Ah, die Musik gefällt mir dann nicht. Zum Ausruhen. Ist mir ein bisschen zu laut. Gehen wir nochmal nach unten zum Gasthaus, weil es ist da unser Hund. Hä, was passiert so unbesorgt durch die Weltgeschichte? Die Ritter sind hinter dir her. Was? Wo ist mein Hund? Vielleicht müssen wir sie erstmal nach unten begleiten. Yuri Lowell, you've given my two lackeys a headache. Now be a good boy and turn yourself in. Well, that's our cue. Looks like I won't be coming back here for a while. Never a dull moment with Yuri around. Hanks ist cool. After this, I'll be even with you for getting that money back.
And just make sure you don't kick the bucket blowing it all on some crazy party. Ha! Same to you. See that you don't go dying in any ditches. Wait for me! It was nice to meet you, sir. He'll probably be quite a pain in the neck. You make sure and take care of yourself now. I will. Thank you. When are you gonna fix the fountain, Sir Knight? Fools! You're in my way. Do not interfere in the affairs of the Empire. Ah, müssen wir doch gegen kämpfen? Don't you make her cry. What are you talking about? Hey, quit pushing. Hey, who just hit me? I'm gonna remember that. This might come in handy if you're going to Halur. Huh? A map? Wait a sec, this only has the roads written on it. What did you expect? It's better than nothing considering people don't normally leave the city. You'll have to fill in the empty spaces on your own. First off, you should head for Dayton Hold to the north. Danke, Leute. Wow. Ein paar Schläge, ein paar Items, eine Weltkarte, was will man mehr? Wow, Yuri. They're all gonna miss you so much. Honestly, they're probably thrilled to finally get rid of me. Hey, hold it. Who put money in here? I can't take this. Halt! Get out of my way! I guess I'll have to keep it for now. Oh, die Leute sind wirklich nett. What? Nice one, Rapide. A dog? Well, for now, it's north to Dayton Hold. What? Oh, right. I'm not sure how long we'll be together, but here's to the road ahead, Estelle. Yes, I... Huh? Estelle? Estelle. To the road ahead, Yuri. Well, so long for now. We hope to be back soon. Kommt und jetzt mit? Boah, das wär... Oh, bitte. Okay. Eine Weltkarte. Ah, wie sehr habe ich das vermisst bei Tales of. Jo, unser Hund kämpft mit. Ey, yo. A map, equipment and even money. Your friends are so generous, Yuri. They can't afford this. They can barely get by as it is. Well, I'm sure they're worried about you and want you to have a safe journey. It's more likely they're just glad to be rid of a troublemaking kid. That's not true. Guess I can't come back empty-handed now that they've given us all this stuff. Now I gotta bring back the Aquablastia, no matter what. Das ist wirklich schön, weil finde solche Geschenke sind besonders toll, wenn man nichts hat. Hallo? Ich kann nichts machen. So. Bam, bam. Cool, aber. Oh, Pilz, oder? Ich muss mich dran gewöhnen, dass jetzt diese Spezialattacken auf A sind. Normalerweise war es bei mir immer umgekehrt. Das bei der A-Stelle halt, was bei der PS3X ist, ne? Dass es so die normalen Attacken waren. Komm zur Stadt zurück, aber ich will mich erstmal umgucken. Paar Servo-Schläge geben. Bam. Na, und sonst ist nützlich. Das ist wirklich nützlich. Repeat?
Das ist ein nützlicher Hund. Den mag ich auch. Der ist cool. Und ja, ich werde alles zeigen, diesen LP. Auch wenn ich das so viel kämpfen werde, ich werde zeigen. Wir können ein bisschen so über ein paar Themen reden. Zum Beispiel, wie findet ihr bis jetzt das LP? Das ist erstmal eine wichtige Frage, finde ich. Wie findet ihr das LP? Und habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Was ein bisschen nervt, muss ich sagen, was mir selbst auffällt, ist, dass man ein paar Töne hört von meinem Pet. Monsters are easier to beat than I thought. Isn't that better than being harder than you thought? But I feel sorry for them. You're way too nice. I don't particularly enjoy being someone else's dinner. You're right. This is different from inside the castle. The strong eat the weak. Well, we're not going to be eating any of these monsters. I won't hesitate to defeat any monsters. But I will never forget what I fought or where I fought it. Well, suit yourself, I guess. Then, when I return to the capital, I will make graves in memory of all the monsters I've killed. I guess you could do that. I don't understand this girl at all. Oh, Doppelkämpfe. Jetzt geht's ab. Einfach die Attacke rumspammen, weil die gibt es mehrere Gegner. Ist einfach praktisch. Ja, los komm, einen muss ich so besiegen. Die machen auch ganz schön gut Schaden. Die essen ganz schön viel TP. It'll be 100 years before you can beat me. Because you've lived a lot longer, right? Ah, was haben wir denn hier? Wir sind schon weit weg von der Hauptstadt. Ja, ich frage mich, ob wir jetzt sicher sind. Schwer zu sagen, diese Kerle sind wie die Kletten. Ja. Wuff. Seid gegrüßt. Es geht. Hallo. Willkommen, liebe Reisende. Ist das ein Geschäft? Das ist die Herberge zum König der Abenteurer. Oh, großer Bruder, kannst du nicht ein klein wenig freundlicher sein? Entschuldigung, Kevin. Bitte verzeiht seine Missmut. Mein Name ist Kevin und das ist Rich. Ihr führt eine Gaststätte auf Rindern? Rindern? Bezieht sich der König des Abenteuers nicht auf etwas anderes, etwas Bekanntes? Der Bruder des verstorbenen Kaisers, seine Hoheit Region, wurde wegen seiner unbändigen Abenteuerlust so genannt. Genau, wir benannten uns nach seiner Hoheit Region, das stimmt. Wir respektieren ihn sehr. Das ist ein ziemlich guter Name. Also, seid ihr beide verheiratet? Verheiratet? Ist? Sehen wir dann wie ein Ehepaar aus? Oh, es hatte mich wohl getäuscht. Es tut mir leid. Wenn ihr mir seid, müsstet ihr vielleicht hier bei uns übernachten? Was sollen wir machen? Klar, wir übernachten hier. Fantastisch, vielen Dank. Pennt gut. Oh, großer Bruder, bitte. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Nein, nein, ist schon gut. Dann pennt doch. Pennt gut, ey. Habt ihr gut geschlafen? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, unsere Wege werden sich irgendwo unterwegs wieder kreuzen. Ja, das hoffe ich auch. Tschüss. Estelle. She's been mumbling to herself for a while now. Hey, you coming? We don't have all day here. Estelle. Looks like she's in her own little world. Hey, Estelle. Oh, right. Sorry. I'm coming. Do they not have nicknames where she's from? kann ich das ausruhen? Ah.
Wie geht es dir? Mir geht es gut. Was ist mit ihm los, ey? Gibt's halt eine Truhe oder so? Irgendwo versteckt? Was ist das Übergeheimnis? Nein? Na, danke. Okay. Ja, ich denke mal. Oh, die sind hier auch weg auf einmal. Nee, das sind noch. Ich bin blind. Ich mache hier eine kurze Pause und so, ne? Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Now Amagi.